steht zukünftig vor der Anforderung, dass legitimiert werden muss, wofür es Geld gibt. Dann als letzter Punkt, ökonomische und politische Rahmenbedingungen sind im Augenblick natürlich so, dass diese zum Teil auch positive Entwicklungen im Bereich oder im Berufsfeld Gesundheitswesen teilweise torpediert oder behindert werden. Zumindest, dass von dieser Seite aus sehr große Entwicklungsbarrieren zu verzeichnen sind. Als letztes, oh, nein, dann höre ich mit diesem Bild jetzt auf. Ich wollte ich hatte noch eine Folie, wo ich dann einfach gesagt noch zwei, drei Literaturtipps habe, aber die kann ich Ihnen auch mündlich sagen. Es gibt einiges an, also diese Thematik, die ich Ihnen jetzt hier kurz vorgestellt habe, da habe ich relativ viel dazu geschrieben. Einiges habe ich gesehen, liegt draußen am Büchertisch. Ein wichtiger Aspekt was ist noch, dass man vielleicht, haben Sie ja mal Zeit, Lust, in dieses sachverständige Gutachten reinzugucken. Das steht im Internet, kann man nachlesen. Es ist ein riesiges Konvolut von, glaube ich, 800 oder 900 Seiten. Und da kann man ja unter bestimmte Stichworte vielleicht einiges mal nachgucken, was vielleicht für die eigene Berufs- und Ausbildungsweiterentwicklung relevant sein könnte. Vielen Dank.